Hallo Leute, der Erik hier mit einem kleinen Update-Video aus dem Wald. Denn ich habe mich vor den 36 Grad oder was es sind hier in Berlin einfach mal in den Wald gerettet mit meinem Fahrrad. Und ja, möchte euch ein kleines Update geben, was wirklich nicht lange gehen wird, aber auf das ich mich persönlich sehr, sehr freue. Denn wenn ihr dieses Video hier seht, sollte sich im gleichen Moment unser Kanalbanner geändert haben. Außer YouTube kriegt wieder irgendwas nicht hin, damit das umzusetzen und zu verarbeiten und so weiter. Aber jedenfalls im Verlaufe des Tages sollte sich unser Kanalbanner geändert haben. Und auf diesem Kanalbanner, da werden unsere Charaktere aus unserem Supers Pen and Paper drauf sein, die wir, hier sind viele Viecher, die wir haben zeichnen lassen. Und ja, ich habe vor Wochen schon mal auf Twitter angeteasert, dass da was kommt, was ich euch unbedingt zeigen werde, möchte und was bald fertig sein sollte. Und seitdem ist jetzt nochmal ganz schön Zeit vergangen. Aber ich finde, es hat sich gelohnt. Ich finde, die Charaktere sehen super, super awesome aus. Ich werde sie euch am Ende des Videos auch zeigen in Form unseres kleinen neuen Intro-Videos, was ich jetzt erstmal provisorisch zusammengeschnitten habe. Daran werden wir in der Zukunft sicherlich nochmal irgendwas ändern. Definitiv. Aber es sollte jetzt quasi erstmal dem Zweck dienen, dass man halt zu Beginn von jeder Supers-Folge die Charaktere einmal vor Augen hat. Besonders natürlich auch für Leute, die neu dazukommen und ja, quasi vielleicht nicht von Folge 1 einsteigen. Und ja, genau, dieses Intro werdet ihr am Ende sehen, wo die Charaktere alle zu sehen sein werden. Und ja, sie sind eben auch auf dem Banner, das hat Niklas gemacht, da hat er sich viel, viel Mühe gegeben und ich finde, es ist ziemlich cool geworden. Und ihr könnt uns ja gerne mal sagen, wie ihr die Charaktere findet, habt ihr euch sie so vorgestellt, habt ihr euch sie ganz anders vorgestellt und wie findet ihr sie im Großen und Ganzen. Ich persönlich, wie gesagt, finde, sie sind super awesome geworden. Und das Warten hat sich gelohnt, denn das Ganze war ein unglaubliches Gewese. Wir hatten erst einen anderen Künstler gefunden, der uns die Charaktere gemalt hat. Und der hatte dann auch schon zwei fertig. Und danach plötzlich Funkstille. Beim dritten Charakter nichts mehr, gar keine Reaktion mehr, überhaupt nicht. Haben etliche Male nachgefragt und es passierte einfach nichts, es kam einfach nichts. Und irgendwann stand dann auf seinem Profil, er nimmt jetzt keine Aufträge mehr an. Und ja, dementsprechend haben wir uns dann eine neue Künstlerin gesucht. Den Link werde ich euch natürlich auch in die Beschreibung packen. Ja, die auch wirklich die ersten Charaktere ratzfatz abgearbeitet hat, dann muss man wirklich sagen, gab es auch bei ihr so ein bisschen Problemchen, sodass es dann eben sehr viel länger gedauert hat, um die letzten zwei Charaktere fertig zu machen. Das waren wirklich die letzten zwei, die uns noch gefehlt haben die ganze Zeit. Aber wie gesagt, ich finde, das Warten hat sich absolut gelohnt. Ich finde, diese Charaktere sind wirklich ziemlich awesome und auch nochmal viel, viel besser als die, die wir ursprünglich hatten. Und ja, ich hoffe, sie gefallen euch auch. Und ja, ich glaube, das war's von meiner Seite aus. Und dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem Intro. Ich hoffe, es gefällt euch.